Check, one, two. Ich musste die Speicherkarte neu initialisieren. Habe ich das erste Mal gemacht. Irgendwas ist schiefgelaufen, aber ist ja egal. Heute wieder im Vlogging-Style unterwegs. Wenn ich das sage, bekomme ich weniger Einschaltquoten. Das sollte ich nicht mehr sagen, glaube ich. Okay, ich fahre zum Schmidt-Ralf, schmidtralf.de. Check die mal aus, er hat ein neues Buch draußen und hat jetzt eine Show mit seinem Spontanitätstraining, Impro-Theater und so weiter. Im Parks, in Nürnberg, im Parks habe ich schon ein paar Mal aufgelegt, hatte eine Hochzeit da, ein, zwei Firmenfeiern da und so weiter. Ganz coole Location. Und ich werde mal ein bisschen gucken, was ich beim Schmidt-Ralf so filmen kann. Viele Späße. Gestern kam eine E-Mail, ich glaube, sie war von Yes We Do. Das ist so ein Hochzeitsportal, wo ich eingetragen bin. Und da ging es darum, dass man schnell antworten muss. Sie behaupten, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen und es ist auch meine Devise. 50% aller Brautpaare entscheiden sich für den Dienstleister, der sich als erster meldet. Und ich mach's so, ich habe ja mein iPhone, ist mein Baby, bekomme jetzt bald ein neues, ich freue mich schon extrem drauf. Und das habe ich immer bei mir und ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr, sehr medialer Typ bin. Und ich auch mein Handy immer dabei habe. Und wenn eine Anfrage kommt und die interessant ist, antworte ich sofort. Kommt sofort eine kurze Meldung, ey, bin noch frei, bin nicht mehr frei und so weiter. Finde ich extrem wichtig und ich glaube, dass mir das meine Kundschaft wirklich hoch anrechnet. Dass sofort Antwort rausgeht. Eine coole Philosophie, auch von Marcel Remus zum Beispiel. Er meint ja alles anders als die anderen. Und der sagt, wenn er nachts um 11 ein Angebot bekommt, dass eine Villa verkauft wird, ruft er da noch an. Finde ich ziemlich krass an sich, aber er sagt, es kam noch nie negatives Feedback. Ganz im Gegenteil, die Leute freuen sich, dass sich jemand gemeldet hat. Von daher, das, was uns auch Amazon vorlebt, Kundenzufriedenheit, das Wichtigste ist, satisfy your customer, absolut. Und deshalb innerhalb kürzester Zeit, spätestens innerhalb der nächsten 24 Stunden auf E-Mails, auf Anfragen antworten. Und jetzt geht's weiter zum Schmidt-Ralf.
abgespielt, oder? Haben wir das? Das ist Klischee, wenn die Frau den Mann fragt. Aber machen wir nicht, okay. Wir spielen für euch noch kleine, kurze Geschichten und ihr zwei dürft mir die Vorgabe geben. Was ist der Ort? Seid ihr ein Paar? Okay, cool, Entschuldigung. Also, woher kennt ihr euch? Kollegen, was macht ihr gemeinsam? In welcher Branche arbeitet ihr? Marketing, geil. Marketing, gut, cool, fantastisch. Wir spielen jetzt viele kleine Geschichten und die erste Geschichte, die auch mit dem Hotel zu tun hat, wird in einer Marketingagentur spielen. Seid ihr so eine Marketingagentur? Ja, was ist so ein Kunde? Aus welcher Branche ist der Kunde? Lebensmittel, fantastisch. Die erste Geschichte spielt in einer Lebensmittelagentur. Also irgendwo halt. So, wer soll mitspielen? Hygiene! Wie bitte? Hygiene! Hygiene! Oh yeah! Wir fangen an. Check, where you from, man? Check, check, yeah, huh, yeah. Where you from? Yo, where you belong? From Perth to Melbourne, yup. Where you from? Where's your home? Yup, where you living? Adelaide to Brisbane. Where you from? Stand for your land if you're with me. Tassie to Sydney. Where you from? Where you represent on the map? Where you at? The name you shouting out on the track. Where you from? I'm from a land of freedom. Aladdin's lamp granted three wishes to anyone who need him. Chant the anthem. Yes, it's my echt mega cool, soweit ich es verstanden habe. Lassen Sie sich einfach Impulse vom Publikum geben und bauen daraus eine Story. Also sensationell cool. Wie im Fernsehen zum Beispiel, da denke ich mal, dass so eine Schillerstraße zigtausendmal hin und her geschnitten wird, bis es da mal steht, wo die Jungs ja keine Chance haben. Also großen Respekt, ich muss da mal dranbleiben. Euch wünsche ich einen schönen Abend. Morgen wird es mal ein richtig geiler Tag. Also bis dann. Ciao. The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. I'm with it.